Ei war, bist das sie dreht. Hey, 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 ei war, bist da mein Mensch. Ich weiß nicht, zum dort oben alt werden oder aufwachsen. Also ist nach dem 16. gerade weggezogen in die Lehre. Und dann war es nie mehr ein Thema. Ich war dann noch zwei Sommer lang hier oben auf dem Bau gewesen, am Arbeiten. Weil ich auch Erstausbildung im Ur gemacht habe. Aber no, es war nie ein Thema. Es war ganz klar, ich bin gerne hier oben, aber es war ganz klar, dass ich hier nicht will leben. Du bist halt schon eingeschränkt in der Berufswahl. Oder, ja. Und mittlerweile bin ich. Wie soll ich sagen? Ja, sehr froh, habe ich den Weg so genommen. Weil man einmal von Chur ist, habe ich immer einen grossen Bezug zu Chur. Obwohl Chur jetzt auch nicht weiss, was für eine Stadt ist. Aber du bist schnell in Zürich, bist schnell da oben. So ist so die Mitte, die ich eigentlich sehr, sehr schätze. Lasiat. Aber Lasiat. Ich dachte, das ist ja dornlos. Ja, das ist gut. Als erstes, als wir angefangen haben, wollten wir einfach Hip-Hop machen und das in der Muttersprache. Und ich finde, dass gerade in der Hip-Hop-Kultur ist es sehr wichtig, um auch authentisch zu sein, um auch sich besser zu äußern, sich textlich entfalten zu können. Als wir dann angefangen haben, die ersten Konzerte zu spielen, haben wir eigentlich noch nie gross Werbung machen müssen, weil die Leute sind auf uns aufmerksam geworden. Und haben dann eigentlich angefangen, uns zu buchen. Und plötzlich haben wir gemerkt, shit, gegen aussen ist das ja ein riesen Pluspunkt, das Romanische. Und plötzlich haben sie es auch so betitelt, so wie die Retter von der romanischen Sprache. Und diese Position oder die haben wir so nie empfunden. Für uns war einfach klar, wir sind Romanen, wir Romanen sind in der Muttersprache. Dort fühlen wir uns am wohlsten. Und genau. Und dann ist eben der Bonus wieder zugekommen, dass über die Bühnengrenze das eigentlich sehr gut angekommen ist. Und wir sind so dran gewesen, um einen Bandnamen zu finden. Und dann hatte ich immer das Wort Lyrikus im Kopf gehabt, dass ich das Wort drin haben. Und dann wollte ich eigentlich Orales, weil es eigentlich gesprochene Lyrics. Und das Oral hat so dumm getönt. Und dann ist mir einfach Anal in den Sinn gekommen. Und dann habe ich das ihnen mal vorgeschlagen, dann haben sie alles, also haben alle das cool gefunden. Und insofern haben wir das wir können auch ein bisschen mit unserer Art und Weise, wie wir geschrieben haben, so ein bisschen metaphorisch, dass nicht alles so klar ist beim ersten Hören. Und dementsprechend ein bisschen hinten raus, so ein bisschen indirekt. Ja, irgendwie dann die gemeinsame Leidenschaft für Hip-Hop hat man dann auch gespürt. Und wenn man das Gleiche gut findet in so einem kleinen Dorf, dann liegt das dann auf der Hand, dass man gewisse Sachen zusammen macht. Oder? Als das mit Lirkes dann losgegangen ist, im 99, ist er dann ziemlich schnell zu uns gekommen. Also er war schon DJ bei einer anderen Band, ist dann auf Bristol und dann ist er zurückgekommen von Bristol. Die anderen sind dann weiter auf London. 10 Jahre und er ist dann zurückgekommen in die Schweiz und ab dann ist er dann
haben wir ihn gefragt, ob er Lust hätte, unser DJ zu sein. Und nachher ist der Weg mit der Lirgus angefangen. Und da ist im Elternhaus, wo wir jetzt sind, haben wir dann im 04/05 mit der ersten Einnahme vom ersten Album, das wir im 04 produziert haben, haben wir dann das Studio gebaut. Das war mega cool. Ich meine, wir sind dann oftmals am Wochenende da gewesen, neben dem Räumchen in Disentis, wo wir geübt haben oder geprobt haben, sind wir auch viel da gewesen und haben dann Sachen aufgenommen, gemacht und vorproduziert für die nächsten Alben, die wir dann nachher in Chur aufgenommen haben. Ja, Red Hat, die Rothörigen, weiss man ja, dass die ein Gen haben, das die anderen nicht haben unbedingt. Und durch das ist ja vielleicht manchmal auch ein bisschen von terrible gewesen, aber positiv auch. Ja, weil also die Geschichte ist so, dass der ein Kollege von uns, der gleich alt ist wie der John, heisst auch Renzo. Und dann sind wir immer zusammen im Ausgang, in Ausgang da. Und dann, wenn einer Renzo gerufen hat, haben beide darauf reagiert. Und dann, weiss ich noch, war in die Indiener von der Disco, meinte ich. Sagt dann der Renzo, hey, du bist rothaarig, du bist der Orange und ich bin der Renzo. Ja, irgendwie ist er, wenn man jetzt in der Retrospektive das anschaut, schon immer wieder ein bisschen aufgefallen durch seine Eigenart. Ja, aus der Sicht von mir als Schwester, ja, er war halt der Kleinste von uns drinnen. Ich habe ja, recht viel Verantwortung vom Gefühl her übernommen für ihn. Ja, er war mal kurz verschwunden und das hat so kleine Narben hinterlassen. Irgendwie wollten wir dann immer wissen, wo der Renzo steckt. Und ja, das ist es wie dann wie geblieben. Er ist, ja, in seinen Pflegeljahren hat er uns als Familie etwa mal ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht gerade Bauchweh, aber man hat sich ein bisschen um ihn gesorgt. Obwohl man auch gewusst hat, wenn man ihn dann wieder sieht, dass das kommt schon gut, das ist schon richtig. Er hat auch eine gute Überzeugungskraft immer gehabt. Das sind eigentlich immer von, ja, können weiss machen, dass er da schon auf dem richtigen Weg ist. Und das ist ja eigentlich dann auch, hat sich dann auch ja bestätigt. Wir waren ja jung und alle auf seine Art wild. Und der Renz war ein bisschen wilder als die anderen. Und nach 2-3 Jahren zusammen unterwegs waren, habe ich mir dann einmal für mich Gedanken gemacht, was wird so aus jedem, oder? Der wird vielleicht einmal, weiß auch nicht, Anwalt, oder der hat dann vielleicht einmal ein eigenes Geschäft. Und beim Renz war nie sicher gewesen, man hatte immer so fast ein bisschen Angst gehabt, hoffentlich kommt das gut, oder? Und es ist eigentlich immer steil weitergegangen, bis wirklich zu dem Punkt, wo es mal geklopft hat, wo es zu viel geworden ist und wo der Renzo dann im Spital gelandet ist. Der Schlägel hatte und wir alle sind sehr erschrocken und hatten Angst. Das hat alles auf den Kopf gestellt. Und einfach für uns als Familie, der Teil dort ist, der hat sich wahnsinnig viel verändert. Also, es ist so richtig. Die Wogen haben sich extrem glättet dort. Das war so mein Eindruck. Und ich glaube, er wie auch wir haben gespürt, dass wir einander sehr wichtig sind und einander brauchen. Und ja, es ist so dort in dem Moment so 2-3 Tage gegangen, bis man gewusst hat, dass das Grinsel vorbeigeht und dass das durchfließt. Und bis dorthin war es so eine innere Unruhe gewesen. Aber auch dort, man hat eigentlich das zu viel Angst gar nicht aufgeholt lassen, aber ihn dort so zu erleben, ja, das war sehr einschneidend und eindrücklich. Und nachher, aber auch die Reha, alles, mir, also für mich ist das so, für mich ist er wie halt nochmal wie auf die Welt gekommen dort. Nach dem Punkt habe ich das Gefühl, er ist immer noch der gleiche, einfach 2-3 Gänge abgeschaltet und ein bisschen im Umgang ein bisschen besser war. Und ich glaube, es war auch dort, wo er sich fürs Winz entschieden hat und vielleicht sich einmal neu geordnet hat und seinen Fokus hat können, seine Energie können auf etwas steuern konnte. Es war wirklich ein Reset vom, ja, von Kopf bis Fuß.
Also das war meine erste Begegnung mit dem Orange. Da bin ich irgendwie mit 14 in den Ausgang mit dem Kollegen Pius, der war schon 16, 17. Und dann waren wir vor dem Postillon, das war der Club hier in Disentis. Und ich hatte die Hose von Pius an, also so richtig breite Fubus. Und auch immer tief. Und dann sind wir so vor dem Laden gestanden und der Orange war dort am Hocken. Und der Weiße hat gefunden, ah, du mit deinen breiten Hosen, machst einen auf cool. Und hat mich so ein bisschen angefickt. Und der Pius ist ein Bodybuilder, hat immer viel trainiert. Hat dann gefunden, hey, lass ihn in Ruhe, er ist mein Kollege. Und dort habe ich gedacht, was ist das für ein Arsch? Und dann, das zweite Mal, als ich ihn gesehen habe, hat sie dann irgendwie gerade gestummt. Und gefunden, ja doch, eigentlich ist er ein Liebesjahr. Der Pius hat mir nämlich auch gesagt, der Orange, ja, eigentlich ist er schon okay. Er hat einfach, weiss nicht, irgendetwas gegen Fubu gehabt. Meine Aufmachung. Ich hatte zwar schon einmal grosse Klappe in dieser Zeit. Ja. Oh Gott. Ja, das war eine lustige Begegnung. Also meine Gemeinde an sich ist schon Kraftort. Man ist ein Heimatdorf, wo man aufgewachsen ist. Die Wurzeln sind dort oben, also ein Teil der Wurzeln. Und hier, wo wir jetzt sind, Kundjeri, und gerade vis-à-vis siehst du es so ganz leicht, wäre unser Maises. Das sind so die zwei Orte, die ich als Kraftort auch ja, wahrnehmen, empfinde. Weil, ja, näher an den Bergen kannst du, glaube ich, hier in Zidrum fast nicht mehr sein. Ohne dass du jetzt noch musst gross hochlaufen musst. Und von dem her, ja. Und die Erinnerungen an diesem Ort sind natürlich auch riesig. Und schöne Erinnerungen und lustige. Und von dem her, ja, ist das eine schöne Sache hier. Ja. Renzo habe ich 1995 das erste Mal getroffen in Disentis. Dort hatte ich einen Sprayauftrag für die Expo und er hat gewusst, was ich mache, dass ich mit Hip-Hop unterwegs bin und auch Rapper. Und dort hat er mich angesprochen und gefragt, ob ich mit ihm zusammen würde, einmal rappen. Da inne ga io DJT, I Bushi B, Sastinus mein Pugent, Tudra Grado, Ronco Nuccio in Lutra, so wie Donnie Slow, 20 Kopulenta, ein Opulenta, mit deiner DNA, der Venture Trenta, Busta. Und ja, das haben wir dann auch gemacht und aus dem ist ein Song entstanden, der erste Lyriker-Song sozusagen, obwohl wir dann noch nicht Lyriker gewesen sind, Il Trenta Sadrun. Wir sind dann natürlich in die perfekte Zeit hineingeboren, kannst du sagen, weil in den 90er Jahren ist Hip-Hop natürlich extrem underground gsi, gerade neu entstanden. Das ist alles von New York und über Deutschland in die Schweiz gekommen. Es war neu gsi, es war fresh gsi. Uns hat es begeistert, wir waren Feuer und Flamme für das. Und haben das gelebt und haben das auch machen, ganz einfach. Und haben es auch gemacht. Und das war so authentisch gsi, dass wir gesagt haben, das muss auch für uns authentisch sein. Und darum haben wir auch gesagt, ist es klar gsi, dass wir das auf Romanisch machen, rappen. Und sicher nie auf Deutsch und nie auf Englisch. Und ja, wir haben uns dann jeden Freitag, Samstag, Sonntag haben wir uns getroffen im Keller, haben unsere Anlage aufgebaut und freestyled und Text geschrieben, Beats gemacht und einfach eine brutal geile Zeit miteinander. Was bedeutet der Schleibock für dich? Ja, also was wir haben hier hinten gerade das Tal hier. Dort hat es mehrere Steinbock-Familien, sprich der Steinbock ist hier in Zitrun schön vertreten. Es gibt auch Steinbock-Jagd, wo hier stattfindet. Dann gibt es hinten dran auch noch mal ein Tal, Richtung Oberalppass. Ja, und für mich ist es einer der schönsten Wildtiere hier oben, neben dem Hirsch. Thank you.
da sehen wir wirklich, man kann fast die Trauben nehmen und in den Kübel tun. Es ist wirklich super schön. Macht Freude. Klar, die ganze Pflege über den ganzen Sommer durch ist gegeben, aber auch dort kann man kreativ sein und immer verschiedene Sachen ausprobieren. Lassen wir mehr Laub um die Trauben herum, das schont eigentlich die Aroma und die Säure. Nimmt man mehr Laub weg, dann verliert der Wein an Säure und wird einfach reifer in der Frucht. Und so kann man auch ein bisschen spielen und während der Vinifikation im Keller hat man auch Möglichkeiten, wie man jetzt die Trauben behandeln. Und so kreiert man eigentlich auch etwas, wie wenn ich am Texten bin und Lieder schreibe, dann kreiert man auch. Oder wenn ich male, es ist eigentlich sehr kreativ. Und die Verbindung habe ich aber schon gerne. Und ich brauche, glaube ich, das in meinem Leben auch, das kreativ sein und sich ein bisschen sich entfalten und ausleben. Ja. Jetzt hast du einen Wein kreiert. Genau. Wie heisst der Wein? Das ist der Neier. Ich durfte im 18. bereits meinen ersten Wein kältern. Eigentlich im zweiten Jahr, als ich hier war, beim Philipp. Und jetzt seitdem mache ich den alle Jahre. Das ist ein Pinot Noir 100% und Barrique-Ausbau ein Jahr. Und er wird immer besser. Es ist auch dort ein stetiges Lernen. Von Jahr zu Jahr. Jeder Sommer ist anders, die Bedingungen sind anders, die Trauben sind anders. Und so muss man halt immer probieren, das Beste daraus zu machen. Und ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Ich bin sicher noch nicht dort, wo ich will sein. Aber ich glaube, das Produkt an sich lässt sich schon gut trinken und macht Spass. Und es ist einfach schön, ein eigenes Produkt zu haben, das ich dann auch selber vermarkte und verkaufe. Also ich bin wirklich Pinot-Fan, von mir aus könnte es nur Pinot geben. Nein, ich habe auch gerne italienischen Rotwein. Es gibt überall gute Rotwein, auf jeden Fall. Aber Pinot gehört für mich schon zur ist so die Königin von der Trauben. Und in Sachen Weiss bin ich sehr Fan von Rheinriesling, wo mittlerweile gibt es ein paar Winzer, die es anbauen hier im Bündnerland. Ist zwar eher eine deutsche oder eine österreichische Traubensorte, die dort sehr gut gedeiht. Es gibt sehr schöne, knackige Weisswein, die Spass machen. Aber auch Chardonnay finde ich sehr schön. Der Wein muss einfach überzeugen und muss, eben, wie gesagt, Säure und muss saftig sein, muss so Speichelzeuge im Gaumen. Das nennt man so die Saftigkeit des Weins. Und dann kann es eigentlich verschiedene Sorten sein, die gut sind. Extrem engagiert. Er hat einen guten Umgang mit den Leuten. Er ist zielstrebig. Ja, ein lässiger Mitarbeiter. Und ich glaube, das Wichtigste ist, ich brauche Personen, die gerne arbeiten, das, was sie machen, gerne machen. Und er will den besten Wein machen im Bündnerland, den besten Wein auf der Welt. Das ist das, was ich auch will. Das muss man, damit man guten Wein machen kann. Und bringt auch die guten Voraussetzungen für meinen Betrieb mit. Wir kennen uns schon seit 28 Jahren, wir kennen uns in- und auswendig und wir teilen viel gemeinsame Interessen, vor allem auch kreativ. Und
ja, irgendwie ist es dann entstanden, dass wir gesagt haben, hey, warum machen wir nicht etwas in Richtung Gestaltung? Und haben jetzt angefangen mit Bildern und Skulpturen und ja, haben jetzt einen Grundstein gelegt und sind sehr euphorisch und begeistert von dem, was rausgekommen ist. Und wir wollen diesen Weg jetzt weiterverfolgen und wir sind gespannt, wo das herführt. Wo wir das mit den Lyrikern angefangen haben, haben wir auch keine Ahnung gehabt, wo es herführt. Und das ist extrem geworden. Und was jetzt bei dem da passiert, wissen wir nicht. Müssen wir auch nicht wissen. Das Spannendste ist ja immer der Prozess, wenn man kreativ schafft. Und das suchen wir, das wollen wir, der ist jetzt gerade da im Moment. Und wir haben einen riesen Spass und verfolgen das weiter, so lange wie es halt Spass macht. Dort muss ich jetzt wirklich sagen, er hat es mehr als geschafft. Er hat einen eigenen Wein, wo sein Name drauf steht und nicht so ein scheiß Geburtstagswein mit einer Etikette, wo man sich selber machen kann. Ich habe das Gefühl, er wird es noch viel weiter schaffen. Und er hat mich von denen allen am meisten überrascht und zum meisten gebracht. Manchmal braucht es vielleicht ein Aufeigen vom Leben und dann ja, kann es weitergehen. Kann es weitergehen, ja. Natürlich. Nein, gute Leute. Das ist auch das Glück, das man vielleicht, wo nicht jeder vielleicht hat. Dass wir eigentlich da in Zitrone super Klicken gsi sind und dementsprechend sind die Freundschaft immer noch sehr stark, obwohl man sich nicht mehr so oft sieht. Aber eben, wenn man sich mal sieht, ist es wie früher. Und ich glaube, das macht gute Freundschaften aus. Und dass wir hier so viel können miteinander teilen können, in Sachen Kreativität, Musik machen. Und das ist schon, das hat viel Wert. Und dadurch sind wir auch zu den Leuten geworden, wo wir jetzt sind. Und sehr weltoffen, alle. Und trotzdem Bündner im Herz und Oberländer. Und das finde ich ist schon eine coole Mischung.